Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge meiner Reaction Playlist. Das ist wieder so ein kleines zwischen eingeworfenes Video. The Mandalorian Staffel 2, zweiter Trailer. Ich gucke mir den jetzt an. Ich habe schon den ersten Trailer angeschaut. Ich muss jetzt mal kurz einmal eins noch nachschauen. Ja. Und sag dann jetzt auch einfach eins. Ich schaue uns so einen Trailer an. Ich spreche dann im Nachhinein noch kurz über ein paar Sachen, die mir auffallen. Und es sollen dann in den nächsten Tagen auch wieder die regulären Videos kommen. Viel Spaß! Nö. Die sieht nicht gut aus da. Bin geschäftlich hier. Ich brauche deine Hilfe. Es ist meine Aufgabe, ihn zurück zu den Seinen zu bringen. Wenn ich andere Mandalorianer finde, können sie mir dabei helfen. Du weißt, das ist kein Ort für ein Kind. Wo ich hingehe, geht er auch hin. Geil. Autsch. Es geht los. Das war so gut wie, also das waren einige interessante Szenen, aber das würde ich nicht sagen, wo ich mich wieder darüber freuen würde, weil das ist eher ein Teaser mehr gewesen, weil ich kann jetzt mal kurz durchschauen. Natürlich, hier hat man auch schon die Piloten gehört. Das sind wahrscheinlich welche von der Republik wahrscheinlich. Aber man sieht auch, wie das Schiff abstürzt. Das sollte dann also irgendwann auch in der Staffel passieren, also auf dem Eisplaneten. Dann wird er auch irgendwann, glaube ich, zurückkehren. Es ist, glaube ich, sogar jetzt ein anderes Schiff, wenn ich mich nicht vergucke, gerade. Im Hintergrund. Das könnte nicht sein Schiff sein, weil ja, er ist anders geparkt. Oder? Das könnte doch sein. Ich bin mir unschlüssig. Aber ansonsten sieht man auch, die beiden sind wieder dabei. Aber ich habe leider auch, was mich ein bisschen traurig stimmt, gehört, dass das am Set so einige Probleme gab. Das könnte sein Schiff gewesen. Also sein Schiff ist ja abgestürzt dort auf diesen Eisplaneten. Und da repariert er es. Da sehe ich jetzt hier gerade, also, aber trotzdem. Also ich habe am Set habe ich gehört, dass es einige Probleme gab. Zum Beispiel, dass er manche Szenen anders drehen wollte, wie die Regisseure es wollten. Also der Hauptdarsteller von Mando. Da gab es wirklich manche Probleme. Man sieht hier wieder das Flix und das ist natürlich hier Feinde. Den Kampf haben wir schon gesehen, wie er sich an Deckung begibt und hier einfach, dass er die tötet. Das wird mit tödlicher Sicherheit sein, eine imperiale Basis sein. Diese Türme kenne ich aus 100 Meter Entfernung. Das sind imperiale Geschütztürme und das hat man auch später gesehen. Imperial Scouts. Und der eine wieder wird zerquetscht. Das muss wehtun. Und ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben. Warum die da einbrechen. Warum sie sich jetzt dann mit dem Imperium anlegen. Aber könnte natürlich interessant sein. Das haben wir auch schon teilweise auf diesem Planeten teilweise auch gesehen, was glaube ich schon im vorherigen Trailer, wo dann ich weiß nicht genau, ob mit einem anderen Jetbike war. Nicht Jetbike, wie heißen diese Dinger? Och, ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich habe mir der Name entfallen, wo die normalerweise fahren. Und ja, wir Raumschiffkämpfe, das hat man auch teilweise gesehen. Aber könnte interessant sein, aber da gab es so einige Probleme. Zum Beispiel Ahsoka soll ja noch dazu auch kommen, zum Beispiel. Ja, das könnte wirklich interessant sein. Was das jetzt aus insgesamt wird. Ich schaue mir auf jeden Fall den Film an, weil ich mir, also, den Film, ich bin ja wieder sowas an der Spur. Ich schaue mir die Serie an. Ich habe gerade hier dran geschaut, nach Monster Hunter. Den Trailer habe ich mir auch schon mal angeschaut. Aber ich schaue mir die Serie auf jeden Fall an. Für mich sind Mandalorianer eine der coolsten Spezies, also Völker, Rassen oder Ideologien in Star Wars.
Und das ist für mich auch einer der Favoriten, die ich theoretisch also cosplayen würde. Aber das soll jetzt hiermit gewesen sein. Ich will euch nicht länger aufhalten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke fürs Zuschauen. Und bis bald und tschüss.